Welcome back. Hello, hello, hello. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? So schön. Martino, du hast so schön getanzt. Du bist richtig aufgegangen. So cool. Wie fühlst Ich ganz rote Wange. dich? Ja. Ah, so cool. Danke für den Raum. Boah. Ich habe bemerkt, wie ich jetzt so, wie ich da zuerst hingelegt habe, weil ich begleite jetzt selber relativ viele Frauen gerade, wie cool es ist, wenn man sich selber mal einfach nicht den Raum haltet, sondern da wird auch mal aufgehalten. Das war so heilsam. So wichtig, ja, voll, unbedingt, unbedingt. Ja, Ich voll. habe die letzten 2, 3 Jahre über 3000 Frauen bei mir im Coaching gehabt. Und ich habe noch nie so sehr das geschätzt, wie jetzt einfach zur Massage zu gehen oder Martina, wie du sagst, einfach gehalten zu werden. Das ist so wertvoll. Ja, Ja, ich richtig cool. Danke dir. Wer mag noch was teilen? Luise, Tina, ihr zwei wart voll im Prozess zum Vorkommen. Euch zwei habe ich immer wieder gesehen. Mag wer was sagen? Ja, also bei mir, ich bin ganz warm, meine Hände sind heiß, meine Füße sind heiß. Ich hatte zwischendurch auch Ohrensausen irgendwann, ich weiß gar nicht mehr bei welcher Stelle, da hat es richtig gefiept und war bei den Ohren ganz viel los. Und jetzt bin ich ganz eingekuschelt und heiß. Ja, sehr gut. Mega, mega, mega. Einfach nur als Randinformation, es kann die nächsten 3 Tage richtig abgehen. Sei es Träumerei, sei es Entschlackungserscheinungen, wie auch immer das ausschaut. Also nur, dass ihr vorgewarnt seid. Es kann körperlich 72 Stunden dauern, danach zu kommen. Die Katrin hat geschrieben zur Kundalini-Energie. Das, was ich bei der Energy Transmission mache, ist die Energie hochziehen, die Kanäle öffnen und das kann sich dann durch körperliche Bewegungen auch zeigen, ja, wie in einer Cup-Session auch. Richtig cool, vielen Dank. Tina. Ja, genau, ich würde auch noch was sagen. Also, danke dir mal für die Einheit. Das war sehr schön, deiner Stimme so zu lauschen. Und ich habe mich auch total drauf eingelassen. Vor allem bei dem Thema Mutter und Schwester und Verbindungen und Loslassen, Kränkungen und so weiter. Das war sehr emotional für mich. Also, ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, aber ich musste voll weinen. Und ja, danke, dass ich das lösen durfte auf jeden Fall. Und was noch so hochkommen ist, auch wenn Kundalini-Energie jetzt bei mir so diese Schlange, die sich häutet, das nehme ich irgendwie mit. Also keine Ahnung, Auf wollte ich gerade jeden mit allen so Fall. teilen jetzt. Ganz Ja, auf jeden Fall. Also die Schlange ist auch für uns Frauen ein wichtiges Symbol. Und wir gehen ja immer wieder durch die Prozesse. Das haben Männer anders, aber wir Frauen gehen immer wieder durch den Prozess, sich häuten, alles loszulassen, alles zu crashen. Existenzängste können sich dadurch natürlich zeigen, wenn da alte Sachen abgespeichert sind. Aber ja. Vor allem heute, danke. 2023, war es sehr, sehr intensiv, ja. Danke, Tina. Elena, die Hand gehoben. Ja, also das war super kraftvoll, das war so geil. Du hast mit allem so mir voll aus der Seele gesprochen. Für mich ist das Thema gerade so präsent seit einigen Wochen. Und auch das jetzt, danke, dass du diesen Raum gehalten hast. Es hat so Spaß gemacht. Alles darf da sein, vom Schmerz bis zur größten orgasmischen Lust. Und diese Urkraftenergie, ich hatte einige Ayahuasca-Zeremonien dieses Jahr. Und da habe ich wirklich diese Urkraft zum ersten Mal so richtig gespürt. Und seitdem geht's voll ab. Das ist so schön. Ich bin so dankbar für euch. Mega, sehr, sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank. Ja, mag noch mehr was sagen. Wie geht's euch? Was habt ihr erfahren? Was war vielleicht auch komisch? Gibt's so etwas? War irgendwas herausfordernd? Teil vielleicht noch. Ja? Also mir ist es unglaublich schwer gefallen, am Anfang liegen zu bleiben, weil Mhm.
Und normalerweise, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal auch mit dir gemacht, aber das war irgendwie, ich hatte solche Schmerzen in meinem linken Bein. Das war wie ein Stechen und irgendwie überall so ein bisschen so ein Zwicken. Und als dieses Feld der Urkraft geöffnet wurde, das war richtig schön. Ich habe jetzt richtig warme Beine und mein Unterleib ist richtig warm. Es hat so richtig, also davor hatte ich so das Gefühl, es kommt von oben ganz viel. Also, dass ich von oben empfange, aber es kommt irgendwie nicht unten an. Und dann ging es irgendwie, also war es wirklich wie so ein Fluss aus dem Boden in meine Füße hinein. Und das war einfach, also das fühlt sich jetzt einfach so schön an. Weil zwischendrin habe ich gedacht, ich stehe gleich auf und muss springen oder irgendwas machen. Aber es war richtig, richtig schön. Sehr Vielen, vielen Dank. cool. Hat sich der Schmerz gelöst, vollkommen über den Prozess? Ja, ich glaube, nachdem die Urkraft quasi von unten geflossen ist und das geströmt ist, ist es, also ich spüre es jetzt gerade nicht mehr. Okay. Es ist richtig schön warm. Dann brauchen wir auch nichts mehr herholen, was weg ist. Ja, vielen Dank, Fatima. Sehr, Danke dir. sehr schön. Ja, wer noch? Ich wollte auch noch was sagen in diesem Urkraftfeld-Dings, gell? Weil ich habe das ja auch schon öfter erfahren, also gerade im Kreis von Frauen, da dockt man so schnell an dieses Feld an. Und wenn man dann so im Alltagsgetummel ist, wie schnell das man sich dann wieder unbewusst davon abtrennt und dann glaubt, man muss alles selber stemmen, der weiß, das sind wir ständig überall zu jeder Zeit miteinander verbunden. Und wenn man so wieder die Schalter umklappen kann, ah, okay, da gibt es was, andocken, bitte einmal andocken für 2 Sekunden, zack, und dann geht es wieder weiter. Ich habe mich jetzt so erinnert, alles war so cool. Ja, danke Martina. Das ist so wichtig und da reicht teilweise schon ein kurzer Gedanke oder das Bewusstsein in die Gebärmutter schicken oder erinnern darauf, was wir heute gemacht haben. So, ach ja, passt, ich spüre wieder das Feld und bin wieder drinnen. Ja. Cool, danke dir. Mag noch wer etwas teilen? Sprecht's mit mir. Mirella, ich glaube, du redest, die sägt deine Lippen, aber ich höre nichts. Erst jetzt? Ja. Okay. Bei mir war es im Raum drinnen sehr traurig. Also ich habe ständig also nur geheult. Und ich habe so Ziehen bei den Beinen wieder verspürt, so Schmerzen. Ich habe mir gedacht, ich halte das bald einmal nicht aus. Und nach dem ganzen Weinen beim Ausgehen, dann ist alles leichter geworden. Dann ist wirklich wumm. Und bei den letzten Dings da, das war also die schönste Dings jetzt, was ich mit dir jetzt erlebt habe. Das war Wow. jetzt wirklich ein Traum. Hat schon mitgekriegt, ich habe auch schon mit den Händen schon herumgefuchtelt und voll die Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Liebe, mich selber wahrgenommen. Wow, ich bin noch geflasht, also Danke, voll Mirella, im Flow. voll schön. Also danke, danke, danke. Voll schön. Mega cool. Also auch beobachtet unbedingt die nächsten Tage und schreibt es in die Gruppe hinein, eine Reflexion, wie es euch gegangen ist, was noch hochgekommen ist. Ja, es können sich auch die Tage danach einiges zeigen, was herausfordernd, schmerzhaft ist. Ja, also schreibt es in die Gruppe. Und ja, dadurch, dass ihr euch öffnet und da was reinschreibt, gebt sie auch anderen Heilung. Weil wir uns in die Gruppe kann man nicht schreiben, aber es ein Kanal ist. Wer noch nicht in der Defaults Community drinnen ist, schreibt es mir. Ich lade euch gerne ein. Da ist es zum Austausch da. Okay, da ist auf jeden Fall der Raum da. Genau, da kann man nichts zurückschreiben. Also da kann man nichts antworten oder Genau, weil es ein sonst was. Kanal ist. Stimmt, Genau. vielen Dank fürs Aufmerksam machen, aber schreibt es bitte in die Defaults-Gruppe. Okay, wer mag noch etwas sagen? Nutzen wir noch ein, zwei Personen. Wer mag noch was teilen?
an Erfahrung? Ich kann auch gerne noch teilen, wie es für mich war. Mhm. Ich fand es interessant, weil ich so ganz weg war. Ich war mit Gedanken gar nicht dabei. Ich habe auch von Kundalini nichts mitbekommen, aber ich weiß, ich habe nicht geschlafen. Also es war voll schön, dass so die Gedanken waren halt alle weg und das war so schön. Aber ich habe dann, mein Körper wollte sich auch immer wieder bewegen und so überstrecken, vor allem so in dem Bereich hier oben dann. Und ja, war richtig, also ich fand es richtig schön. Sehr cool, einmal in eine andere Dimension gebeamt. Cool, danke dir. Voll schön. Noch jemand? Julia, du strahlst voll. Julia starb. Ja, danke schön auch für die Führung. Für mich war so krass das mit den Frauen, Frauenvertrauen, also den anderen Frauen und sich selbst. Da habe ich auch richtig doll geweint. Und ich glaube auch so nach dem Seminar im Sommer, da hatte ich auch so ein paar Mal Gedanken darüber, dass es auch, also das Thema ist für mich. Und ich hoffe, es hat sich jetzt leichter getan. Und auch krass war dieser goldene Raum im Herz. Das war auch so krass. Was war das so krass? Ja, weil das war irgendwie so krass da so, weil alles war wirklich golden, das war wirklich alles aus Gold. Und dieser Spiegel im Spiegel, da hatte ich so ein Kleid und so richtig wie so, also richtig hübsch und wie so eine Model so. Und da habe ich so lange Haare gehabt und so ein blaues oder so ein leicht blaues Kleid mit so einem richtig vielen so Wellen, ich weiß nicht. Und ja, und das war so, ich dachte so, bin ich das? Das ist so krass gewesen. Und da habe ich auch so doll geweint. Ja, so schön. Lasst euch von euch selber berühren. Ja, zu erkennen, boah, so schön bin ich. Ja, vielen Dank, Julia. Danke. Muss noch was an die Julia sagen. Hi, Julia. Ich habe jetzt die letzten 3, 4 Tage so an dich gedacht, am letzten Seminar im Sommer. Ich bin der Engel der Liebe. Ich habe das ständig in mir drinnen. Und die wollte schon die Sarah ansprechen. Wo ist die Julia? Gibt es die? Ist die irgendwo zu erreichen? Und es freut mich voll, dass du heute da Abend dabei warst. Voll schön. Oh, danke. Ja, die Nina hat geschrieben, am Anfang waren kurz alle Emotionen da, dann viele Tränen, stille Liebe, das Spüren der Elemente empfangen, danke. Dann am Ende mit der Urkraft, was sehr kraftvoll, habe mich sehr wohl gefühlt, hat Ausdehnung, stärkstes Körpergefühl. Dann kam ein Cut-Abtrennung, so ein Satz wie: Genau damit habe ich mir die Abtrennung erschaffen, um so einen Blocker da wieder voll ganz reinzugehen. Danke, habe es erlaubt, da zu sein und beobachte gefühlt. Danke dir. Cool, Nina. Sehr, sehr schön. Möchte noch jemand etwas sagen, bevor wir diesen Raum schließen? Ach, ich sag auch mal was. Hallo. Ich habe auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Hitze wahrgenommen. Das war auch so krass, so von unten im Bauchraum. Meine Hände haben, also sind jetzt immer noch schwitzig, genau. Und der Energiefluss von meinem linken Bein hoch in meinen Körper. Dann war auf einmal auch irgendwann mal zwischendurch so eine Schamanin, so mit irgendwie blauen Federschmuck zu sehen. Das fand ich halt auch sehr interessant auf einmal. Genau. Ja, danke. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, verbind dich auch oder generell für uns Frauen mit dem Urwissen der schamanischen Frauen. Sehr, sehr kraftvoll. Mega. Eva, du schaust ganz anders aus. Meinst du mich? Ja. Ja. Ja, ich fand es mega, mega cool. Also am Anfang, ich habe seit mehreren Wochen so einen Schmerz im Oberarm.
Und den habe ich richtig arg gespürt. Und dann ist mir gekommen, dass der Schmerz anfing, als ich einmal das Gefühl hatte, dass mich hier jemand richtig, richtig festhält und richtig fest zudrückt. Und ich habe das vor ein paar Wochen richtig körperlich gespürt, obwohl da gar keiner war. Und jetzt, als es so war mit dieser männlichen Energie, da war das so, als hätte mich da was Männliches so am Arm festgehalten und so zurückgehalten irgendwie. Mhm. Und jetzt gerade spüre ich es nicht. Also mal schauen. Ich hoffe, es bleibt weg. Sehr mega, mega cool. Ich will es wieder haben. Ich will es wieder haben. Ja. Und dann war es noch so, am Schluss habe ich dann gesehen, wo du das gesagt hast mit dem Phönix aus der Asche, dass ich wie so ausgestiegen bin aus meinem Körper und so aus so goldenem Mosaik hat sich so ein neuer zusammengesetzt. Und dann ist er so hochgestiegen und ich hatte so ein wunderschönes weißes Kleid an und goldene Flügel und da waren schon ganz viele andere Frauen mit weißen Kleidern und goldenen Flügeln. Die andere Frauen noch dazu geholt haben. Und das war dann so ein richtig schönes Gefühl einfach. Ich kann es gar nicht beschreiben. Danke, danke. Ich bin gespannt, was sich noch zeigt. Sehr cool. Vielen Dank fürs Teilen. toll. Katrin, für mich komplett neu, aber sehr spannend, was so wegbeamt, dass ich einige Sachen nicht wiedergeben kann. Macht überhaupt nichts. Nina hatte noch Bilder von vielen, vielen tausenden Frauen, die auf einem Berg zusammenkommen. Mega cool. Richtig, richtig schön. Melissa, du strahlst auch noch so und ich glaube, dann beenden wir es. Ich weiß gar nicht, ob ich so die Worte finde von dem allen, was gerade so abgegangen ist. Aber es waren auch sehr viel Tränen, sehr viel körperlich gespürt, auch beim Herzraum, war sehr spannend, wir haben mich nackt im Spiegel betrachten dürfen, und das war ganz, sehr, sehr cool. Und, der linke Arm, da ist auch ganz viel passiert, beim linken Arm, und am Ende bei den letzten Lieder, da ist so viel abgegangen, das von goldenen Schmetterlingen bis goldene Bälle bis Blubbern in meinem Unterbauch. Mir sind Flügel gewachsen, ein Löwe war neben mir. Also alles Mögliche ist da passiert. War sehr, 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 sehr cool, voll intensiv. Danke dir. Danke dir. Ja, also alle möglichen Lichtwesen und Krafttiere haben sie gezeigt und sind auch eingeladen worden, also in diesen Energiesessions darf alles wirken, was uns ein Beitrag ist zum höchsten Wohle. Ja. Julia, richtig schön, vielen Dank. Die Musik, die du verwendet hast, teilst du diese? Kann ich gerne in die Gruppe stellen, ja. Sehr gerne. Okay, Daniela, dich muss ich auch noch nehmen. Du schaust so erleichtert aus. Haben wir zwei Danielas oder nur eine? Ich sehe nur eine. Super. Ja. Ja, also ich bin total beseelt, ja. Kann man mich hören? Ja. Okay. Ich kann normalerweise eigentlich nicht wirklich abspannen oder abschalten, aber das ist das erste Mal, dass ich abschalten konnte, ja. Und das war so schön. Also ich habe wirklich alle Frauen damit genommen und so auch. Ich lebe auch in meiner eigenen Welt ein bisschen, ja, als Projektor, ja. Und den Teppich und alle hinten nach. Also es war sensationell. Es war eine riesengroße Kraft, die da mit war. Also wunderschön. Wow, danke schön. Danke dir. Also ich bin zum ersten Mal dabei. Ich bin ja auch niemand mehr. Also ganz, ganz special. Also super. Ja, mega, ja. Mega, mega. Also es ist, also ich bin zwar die den Raum hält, aber es wirken immer alle mit. Je mehr sich die Teilnehmer öffnen, desto schöner wird die Reise. Ja, vielen Dank dafür.
Alexandra, ich möchte mich herzlich bedanken. Danke dir. Okay, ihr Lieben, 2 Stunden. Wir schließen jetzt diesen Raum. Ich wünsche euch eine ganz, ganz, ganz tolle Nacht. Meldet euch die Tage auf jeden Fall. Schreibt eine Reflexion. Für all die noch nicht in der Defaults-Gruppe dabei sind und eintreten möchten in die Community, sagt Bescheid. Ansonsten die nächsten Wochen, Tage, Monate, ich werde immer wieder etwas in unseren Kanal reinstellen zum Thema Weiblichkeit. Ich werde die Events reinposten. Es wird ganz bald die Warteliste geben für das erste Weiblichkeitsevent in Österreich. Und alle, die auf der Warteliste draufstehen, kriegen einen Preis. Das ist ja ein ganz was anderes, weil ihr euch halt committet und da anders dabei seid, als die, die sich normal anmelden. Also sobald es offen ist, freue ich mich, euch dort auch live wiederzusehen, wenn es möglich ist bei euch. Und ansonsten gibt es immer wieder Online-Sachen auf jeden Fall. Okidoki, vielen Dank. Schlaft gut. Ich wünsche euch ganz schöne Träume. Wo kann ich mich da anmelden? Schreib mir einfach direkt. Melde dich einfach direkt bei mir. Die Links und alles stelle ich dann in unseren Kanal hinein. Okay, ihr Lieben, bis bald. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss, Baba. Gute Nacht.